bekommt man, wenn man ein Smartphone mit einem Gaming-PC kreuzt? Zweimal dürft ihr raten. Das Testgerät des heutigen Videos wurde mir zur Verfügung gestellt von Mobilcom Debitel. Dort bekommt ihr das Asus ROG Phone 2 und so ziemlich jedes andere aktuelle Smartphone in allen Netzen zu attraktiven Preisen. Schaut dort vor eurem nächsten Kauf auf jeden Fall mal online oder in einem der hunderten Shops vorbei. Das Design ist alles andere als gewöhnlich. Ich habe noch nie was Vergleichbares gesehen und auch wenn mein persönlicher Geschmack ja eher minimalistisch ist, kann ich dem ROG 2 was abgewinnen. Es ist das Gegenteil von filigran und fühlt sich dementsprechend super robust und groß an. Der massive matte Metallrahmen, das ebenfalls matte Glas mit der Unterbrechung für das Aerodynamic System, alles ist kantig, polygonenartig und schreit ohne den leisesten Zweifel Gaming. Ich meine, schaut euch diese mitgelieferte Hülle an. Das ist das ultimative Smartphone zum Tesla Cybertruck. Allein der Fakt, dass es hier zwei USB-C-Ladeports und noch einen Kopfhöreranschluss gibt, zeigt, dass man hier ans Limit gegangen ist und den Leuten mehr geben wollte, als sie anderswo bekommen würden. Das Datenblatt liest sich deswegen auch wie das eines Gaming-PCs und nicht wie das eines, nun ja, Smartphones eben. 12 GB Arbeitsspeicher. Ein Snapdragon 855 Plus mit bis zu 2,96 GHz und GameCool 2 3D Vapor Chamber Kühlung. RGB-Beleuchtung für das Logo auf der Rückseite. Bitte was? Eine 48 Megapixel Quad-Bayer Dual-Kamera, 1 Terabyte UFS 3.0 Speicher, ja, 1000 GB und ein 6000 mAh Akku mit 30 Watt Schnellladen. Und dann ist da noch dieses Display. Es ist großzügige 6,6 Zoll groß und hat sowohl oben als auch unten einen schmalen Streifen, in dem extrem laute Stereo-Lautsprecher stecken. Obwohl es modernere Vorderseiten gibt, stört mich das hier überraschend wenig und ich finde es durch die Symmetrie echt okay. Man kann die Lautsprecher nicht verdecken und die Klangqualität an sich ist gut. Nicht die beste, aber laut und klar. Das Display ist ein OLED und hat, haltet euch fest, 120 Hertz Bildwiederholrate mit gerade einmal einer Millisekunde Reaktionszeit. Alle Inhalte kleben förmlich an der Fingerspitze. Jede noch so kleine Animation sieht unbeschreiblich flüssig und gut aus. Nicht nur bei Gaming ist dieses Display ein Traum, aber dort natürlich am allermeisten. Viele Spiele unterstützen übrigens keine 90 Hertz, 120 hingegen schon, weil das einfach eine Verdopplung der üblichen 60 Hertz ist. Der reine optische Unterschied zwischen 90 und 120 Hertz ist aber nicht ganz so krass wie der zwischen 60 und 90. Aufgefallen ist er mir aber trotzdem. Die aktuellen Gerüchte besagen, dass sowohl das Galaxy S20, Huawei P40 Pro als auch iPhone 12 Pro ein 120 Hz OLED-Display erhalten sollen. Und im ROG 2 bekommt man das schon heute. Doch es gibt auch Nachteile. Beispielsweise hat es nur eine Full HD Plus Auflösung und wird zwar recht hell, aber nicht so wirklich dunkel. Auch entstehen leichte Artefakte bei niedriger Helligkeit auf weißen Flächen. Was es aber gibt, ist ein Fingerabdrucksensor unterm Display und der war bei mir recht zuverlässig und schnell. Doch was genau macht dieses Smartphone davon abgesehen so gut für Gaming? Nun, es gibt beispielsweise zwei Vibrationsmotoren und die sogenannten AirTrigger 2. Wie bei einem Gamepad kann man im Querformat auf die oberen Seiten des Smartphones tippen und sie fungieren als Tasten. Das gesamte Smartphone kann außerdem à la Pixel in die Seiten gedrückt werden, um den Gaming-Modus oder einfach den Google Assistant zu aktivieren. Auch liegt im Lieferumfang dieser kleine Clip bei, der sich in eine aktive Kühlung für das ROG 2 verwandelt, die es auch braucht und noch einen weiteren Kopfhöreranschluss mit sich bringt, damit die Anschlüsse dann alle aus dem Weg sind. Soweit, so gut. Doch was bedeutet das für die Alltagsnutzung? Nun, wie zu erwarten, ist ein so starker Prozessor gekoppelt mit einer guten Kühlung in der Lage, konstant 120 Hertz darzustellen und mit der Hilfe von UFS 3.0 Speicher und den 12 GB RAM Apps im Bruchteil einer Sekunde zu öffnen. Dieses Ding ist schnell. Leider ist Stand jetzt nur Android 9 und nicht 10 auf dem ROG, aber die Oberfläche an sich gefällt mir gut. Sie ist sehr nah an reinem Android ohne viel Quatsch. Natürlich gibt es etliche Einstellungen rund um das Thema Gaming und auch ein Theme, das keinen Zweifel offen lässt, wofür dieses Smartphone gedacht ist. Aber man kann dem Ganzen auch gut aus dem Weg gehen. Und dann sind da noch die Kameras. Eine normale mit 48 Megapixel, 13 Megapixel Ultraweite und 24 Megapixel Selfies. Klingt erstmal gut und so sehen die Bilder aus. Ohne direkten Vergleich ganz passabel, würde ich sagen. Neben einem iPhone 11 jedoch, ouch.
Dunkle Stellen im Bild rauschen schnell und verlieren an Details. Fotos ganz allgemein sind ausgewaschen und weniger scharf, als sie das sein sollten. Es gehört viel Licht und etwas Glück dazu, um mal ein richtig gutes Foto zu machen. Vermutlich ist die Kamera für Gamer einfach nicht so wichtig und deswegen auch nicht für Asus, aber der nächste Punkt umso mehr. Und zwar der Akku. Mit 6000 mAh Größe tut er so ziemlich genau das, was man erwarten würde. Er hält Ewigkeiten. Trotz der extremen Leistung und des 120-Hertz-Displays kommt man spielend durch einen Tag und ohne größere Not auch einen zweiten. Normale Menschen vermutlich sogar auf drei oder mehr, aber ich denke, dass normale Menschen das ROG 2 nicht kaufen werden. Aufgeladen werden dann 4000 mAh in einer Stunde, was auch echt flott ist. Wireless Charging gibt es genauso wenig wie eine Wasserfestigkeit. Und damit wären wir auch schon beim Fazit. Ist das ROG 2 empfehlenswert? Ja, aber sowas von, wenn ihr das extremste Smartphone auf dem Markt wollt, aber nicht sonderlich viel auf die Kamera gebt. Es hat eine komplett übertriebene Ausstattung und wird deswegen wahrscheinlich noch in einigen Jahren ein toller Begleiter sein. Und gerade Gamer werden damit natürlich glücklicher als mit irgendeinem anderen Smartphone werden. Und auch der Preis ist eigentlich ganz fair. 699 € für 128 GB und 1000 € für die 1 TB Version. Wer auch immer so viel Speicher braucht, hier bekommt man ihn. Ich glaube, wir werden noch eine Weile warten, bis nochmal ein Smartphone rauskommt, das es schafft, dieses hier groß zu überbieten. Ich bleibe auf jeden Fall gespannt und dann macht's gut, bis bald. Ciao!